Hallo, grüß euch und willkommen zu Gesprächen aus dem wunderschönen Herbstwald mit Alex. Ich bin der Klaus. Und heute geht es, wie ihr schon vor uns sehen könnt, nicht nur, aber vor allem um Sägen. Und wir haben wieder ein kleines Vergleichsvideo für euch vorbereitet. Beim letzten Mal haben wir ja vorgestellt, was wir für Sägen haben, also grobe Unterschiede. Und heute zeigen wir euch, wie die Dinger performen, was sie können. Beides sind Sägen, die in beide Richtungen arbeiten können. Das Ding ist halt super schön leicht. Schätze ich mal, dass das ein bisschen besser sägt, aber wir werden es einfach ausprobieren. Das ist eine Druck- und Zugsäge, die geht in beide Richtungen. Normalerweise ist es so, wenn man von Sägeblättern spricht, eine Zugsäge arbeitet, indem ich aufsetze. Hier passiert noch nichts und sobald ich anziehe, Nomen est Omen, weil die Zähne nach hinten geneigt sind, schneidet sie. Bei einer Drucksäge, das ist eher was Seltenes, meistens so eine Kombination, sind die Zähne in die andere Richtung geneigt. Das heißt, sie schneidet, wenn ich nach vorn drücke. Und das hier ist ein Mittelding. Baumsägen neigen doch eher oft dazu, dass man die als Drucksäge nimmt, so japanische Baumsägen. Stimmt, ja. Japanisch. Die beiden hier sind eben, wie gesagt, so eine Mischung. Das heißt, sie arbeiten in beide Richtungen, wobei die ganz leicht nach hinten geneigte Zähne hat. Also wir werden es gleich rausfinden. Die Sägeblätter sind, die ist ein bisschen dünner. Ja, die ist generell schlanker und natürlich um einiges leichter, natürlich auch den Kunststoffgriff geschuldet. Wir haben uns hier einige Äste zusammengetragen. Es ist gerade sehr viel Totholz im Wald durch die Stürme. Das heißt, wir haben sehr viel Material zum Testen. Generell, nur so als kleiner Tipp, schneidet mit euren Sägen nichts, was die Hälfte des Sägeblatts überschreitet. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel hernehmen, diesen Buchenast, das wäre schon ungefähr das Limit, was ich mit dem Blatt schneiden würde, weil ich sonst einfach keinen Druck mehr aufbauen kann. Also man kann sich einfach nicht mehr bewegen. Ne? Man fängt dann zum Sägen an, bleibt permanent hängen. Dafür sind sie auch nicht gemacht. Also da geht es definitiv um Holz, das man zum Schelterbauen verwendet. Ja, weil gerade in so einem Wald wie den braucht man fürs Lagerfeuer nicht groß Sägen. Man kann da alles zertreten. Das Totholz ist meistens weich. Aber wenn man Schelter bauen will, dann will man meistens ein bisschen geraderes Holz haben oder vielleicht irgendwo Kerben drin haben. Und für das sind die eher da. Ja. Genau, also das sind jetzt keine Hardcore-IG-Bäume-Umschneiden-Sägen. Merkt man auch von der Größe. Also dafür sind die nicht ausgelegt, sondern das ist wirklich für Äste, für kleineres Holz. Dafür reicht diese Spannweite auch. Das Holz ist zwar alles morsch und am Boden gelegen, aber dadurch, dass es hier auch fast alles Hartholz ist, sind die Kerne noch immer sehr, sehr fest. Das heißt, es ist trotzdem kein schlechter Test, um zu zeigen, wie die Dinger tatsächlich sägen. Das ist auch tatsächlich noch ziemlich fest, also weil das war zwar auch am Boden, aber dürfte ziemlich frisch sein, weil es ist noch wirklich steif und nicht morsch. Also da sieht man schon ein bisschen, werde ich dann einfach mal gleich ansetzen. Also man merkt schon, das Ding sägt auch in beide Richtungen anständig und da geht es auch einigermaßen flott dahin. Was ich bei der mag, ist, dass sie recht leichtgängig ist. Man muss da jetzt nicht groß drücken. Sieht man auch, dass wenig Anstrengung dahinter und wir sind durch. Schnitt ist schön gerad. Was ich immer super finde, ist, wenn es nicht fasert. Das heißt, wenn man nicht irgendwie zu viel Holz zerreißt dabei, sondern dass man wirklich einen Schnitt zusammenbringt, der rundum glatt ist. Das ist, finde ich, auch immer ein Merkmal, dass die Säge scharf ist und wirklich gut sägt. Weil wenn das Ding stumpf ist, dann zerreißt sich das Holz mehr, muss mit mehr Druck arbeiten, hab dann keine schönen Kanten da drin und dann ist es auch anstrengend. Und das ist wirklich easy. Ja. Dann probieren wir das jetzt mal mit der von MFH. Auch ein kleiner Tipp, die meisten werden sie brauchen, aber ich sage es halt dazu. Wenn ihr Holz sägt, schaut, dass das nicht irgendwo verkantet. Das heißt zum Beispiel so und dann hier sägen, ist relativ schlecht, weil ich säge hier rein und durch den Druck, den ich aufbaue, klappt das Holz über meinem Schnitt wieder zusammen und klemmt mir das Sägeblatt ein. Also wenn ich säge, dann immer auf der Seite, damit da kein Gegendruck entsteht. Und da merke ich jetzt schon, auch wenn ich nur zugeschaut habe bei deiner, deutlich schwergängiger, beißt nicht so schön hinein. Und verkantet sich auch etwas. Hier erkennt man auch schön, was man vorher mit dem Verspeilen, was der Klaus gemeint hat. Das Holz liegt hier nicht auf, es ist kein Druck drauf und trotzdem verkantet sich die Säge etwas. Das heißt, ich werde jetzt mal aufstehen, werde mehr Druck ausüben. Spielt nicht mit. Das werden wir jetzt auch nicht rausschreiben, sondern lassen das so drin, weil darum geht es ja in dem Video. Nimm vielleicht mal kurz unmittelbar, weil du hast ja dann dasselbe, also dann stimmt der Versuch dann noch ein bisschen mehr. Das wer meint, das Holzstück war anders. 1000:1. Ich habe hier keine Bewegung in der Hand, kaum Widerstand. Ich finde es vor allem extrem schön, wenn man es nicht anstrengend ist. Es ist easy. Und durch. Also ich glaube, das war jetzt mindestens dreimal so schnell gefüllt. Der Schnitt ist jetzt
Genau richtig, wenn man sich selber bei Gammon bastelt, dann hat man da schon mal die richtigen Steine. Aber das ist komplett gerade, das ist so leicht gebogen sogar. Mhm. Wird man jetzt auf der Kamera nicht erkennen. Großer Unterschied. Org. Das ist eine Eiche, so wie das ausschaut. Und das ist jetzt da wirklich schon, ich sag mal, an der Grenze von dem, was ich mit dieser Art von Säge schneiden würde. Okay, mäßig guter Vergleich, das ist schon relativ morsch. Ich wollte gerade sagen, das war zu easy. Ja. Aber wurscht, probier es trotzdem du einmal, würde mich interessieren. Ich habe mal gesehen, da beißt richtig durch. Ja, man sieht, obwohl das Ding eigentlich recht stumpf ist, ich meine, geht, aber merklich anstrengender. Es ist schon deutlich, also die Schneidleistung ist merklich komplett anders. Ja. Weil der Kraftaufwand ist super und das absolut. Merkt man halt, wenn man halt mehr sägen muss, dann macht sich das schon bemerkbar, ob man sich da jetzt jedes Mal nicht reinlehnen muss. Und auch dieses Verkeilen ist anstrengend. Ja, das ist jedes Mal stockt das dann, muss sich wieder neu positionieren und das ist natürlich um einiges angenehmer mit dem Ding da. Ja. Wie schon gesagt, also für draußen würde ich auf jeden Fall die paar Euro mehr investieren. In dem Fall, also meistens versuchen wir die Pro und Kontras bei diesen Produkten da irgendwie rauszufinden und gar nicht zu sagen, dass das eine jetzt da so schlecht ist, aber in dem Fall ist es ziemlich eindeutig, da gibt es keinen Grund, warum ich... Also rein leistungsmäßig, soll jetzt kein Bashing für die hier sein, aber es ist recht eindeutig. Und wir haben ja noch andere Sägen im Sortiment, wenn ihr zum Beispiel mal mit diesen kettensägenartigen arbeitet, die auf beiden Seiten einen Handgriff haben. Die haben eigentlich erstaunlich viel Zug drauf, finde ich, sind aber vom Arbeitsaufwand her viel intensiver. Also wenn ich damit an, was nicht, so einen 15 cm Baumstamm durchschneiden will, das spüre ich am Abend. Ja, das ist halt schon recht heftig. Dafür sind die ultra kompakt, die kann ich zusammenrollen, die kommen in so einem kleinen Packerl. Bei vielen von den Schweizer Messern, die wir im Sortiment haben, also Victorinox, sind Sägen drauf, bei den Leatherman sind Sägen drauf. Die haben halt alle eine Klingenlänge oder eine Blattlänge von maximal 10 cm. Da ist das schon grenzwertig. Also die hier sind irgendwo in der Mitte, sind für, so wie du gesagt hast, Shelterbau absolut ausreichend, aber mehr würde ich denen dann auch schon nicht zumuten. Nein, das ist aber auch, glaube ich, der Haupteinsatz. Genau, also für die Ästheten unter euch Säge. Und ja, damit sind wir für den Teil eh schon durch. Wir machen jetzt dann auch noch einen zweiten Teil, wo wir auf die Messer eingehen und nur so philosophiemäßig, ich finde, Säge, eine gute Säge gepaart mit einem Messer ist eigentlich fast immer überlegen einer Axt. So gerne Äxte habe und so cool das auch ist, Axt braucht wesentlich mehr Energie. Axt ist immer ein wesentlich größerer Gefahrenherd. Natürlich, wenn ich es super beherrsche, aber selbst dann kann was passieren. Ich schwinge da mit knappen 800 Gramm Stahl durch die Gegend und wenn ihr seht, das Holz zum Beispiel, das wir jetzt gerade hatten, ist total morsch. Das sehe ich von außen nicht. Ich hau da rein, das bricht durch. Mehr braucht man nicht sagen. Und da ist halt der Gefahrenherd wesentlich größer mit einer Axt als mit einer Säge oder mit einem Messer. Und ja, das ist immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ist auch einer der Gründe, warum wir kaum Äxte im Sortiment haben, weil wir es für den Zweck jetzt nicht wirklich verkaufen. So ist es, ne? Ja. Genug Weisheit verbreitet. Ich hoffe, es war hilfreich und sehen uns beim nächsten Video. Grüß euch.